Tja, meine Damen und Herren, viele, viele Lesungen fallen dieser Tage aus, eigentlich alle. Und deswegen möchte ich aus dem Buch Buchstabenzauber, wie man Kinder fürs Lesen begeistert, das Thomas Montazier und ich geschrieben haben, einfach ein bisschen vorlesen. Vielleicht, um sie auf den Geschmack zu bringen und auch ein bisschen für die ausgefallenen Lesungen entschädigen. Brille braucht man schon. Gut, stellen Sie sich vor, Sie wären ein Buch, genauer ein Kinderbuch. Da liegen Sie nun seit Tagen, warten Sie darauf, dass jemand Sie zur Hand nimmt. Immerhin versammeln sich in Ihnen ein Haufen großartiger Geschichten, die natürlich dringend gelesen werden wollen. Die Monster und Hexen beschweren sich schon, die Abenteurer und Feen halten es kaum noch aus. Magische Orte, finstere Winkel, legendäre Häuser wollen entdeckt werden. Zwischen ihren Deckeln jagt ein witziger Gedanke den nächsten. Ein atemberaubendes Erlebnis folgt aufs andere. Die komischsten Situationen hätten sie zu präsentieren. Nur, dass es niemanden zu interessieren scheint. So ungefähr geht es zurzeit Millionen von Kinderbüchern in Buchhandlungen, Bibliotheken und sogar in Kinderzimmern. Wie kann das sein? Unsere Recherchen haben ergeben, dass offenbar ein sehr aggressives und hartnäckiges Lesemüdigkeitsvirus umgeht, das Kindern die Lust darauf nimmt, die tollsten Dinge zu erleben. Einige vermuten, dieses Virus springt aus Smartphones auf den Menschen über. Andere verorten es in immer volleren Kalendern oder auch nur im Fernseher. Inzwischen haben sie schon sehr viele Kinder damit angesteckt und es scheint kein Ende der Epidemie erkennbar. Doch hier kommt die gute Nachricht. Es gibt Mittel gegen dieses Virus. Man kann es bekämpfen und man sollte es bekämpfen. Denn was als allgemeine Schlappheit im Umgang mit Texten beginnt, kann sich im Laufe der Kindheit und Jugend zu einer gefährlichen Fantasielosigkeit auswachsen und auch sonst allerlei Nachteile im Leben mit sich bringen. Wichtig ist, dass dieses Mittel regelmäßig und in möglichst hohen Dosen verabreicht wird. Anders als bei anderer Medizin gilt hier die einfache Faustregel: je mehr Sie geben, umso besser. Man kann eigentlich gar nicht überdosieren. Hinzu kommt, dass es sich um eine Medizin handelt, die besser schmeckt, je mehr man davon zu sich nimmt. Gut, was sich nicht ausschließen lässt, ist, dass Ihr Kind danach süchtig wird. Ja, es ist sogar anzunehmen, dass nicht nur Ihr Kind, sondern auch Sie im Laufe der Zeit gewisse Suchtanzeichen spüren werden. Aber auch in dieser Hinsicht können wir Entwarnung geben. Die Sucht, die sich einstellt, ist, anders als alle anderen Süchte, eine gute. Sie fördert Ihr geistiges Wohlbefinden, wirkt sich positiv auf das allgemeine Lebensgefühl und sogar auf Selbstwertgefühl und Mitgefühl aus. Sie ist intelligenzfördernd, trägt zum persönlichen Wohlstand bei und ganz allgemein betrachtet zum Gemeinwohl. Deshalb haben wir uns die Bekämpfung des Lesemüdigkeitsvirus auf die Fahnen geschrieben und uns entschieden, einen üppigen Cocktail an Rezepten für Sie aufzuschreiben. Denn es gibt eine Menge zur Anwendung der Medizin zu sagen, vielleicht auch einiges, worauf Sie selbst noch nicht gekommen sind. Auch wenn Sie natürlich längst wissen, welches Mittel gegen das Lesen gegen das Virus hilft. Nämlich ein köstliches, ebenso vielfältiges, wie einzigartiges, überall erhältliches und garantiert ungefährliches. Bücher, Bücher, Bücher. Erinnern Sie sich noch, welches Ihr erstes Buch war, wo Sie zum ersten Mal ein Buch bewusst wahrgenommen haben? Wann Sie sich zum ersten Mal für ein Buch interessiert haben? Viele von uns lernen Bücher zuerst über den Tast-, den Geruchs- und den Geschmackssinn kennen, weil ihnen jemand schon im Säuglingsalter ein Buch, vielleicht eins aus Stoff oder Plastik, in die Hand gedrückt hat und dieses Objekt dann, genau wie alles andere, auf direktem Weg in den Mund gewandert ist. Wann aber beginnt das Buch, seine inhaltliche Faszination auf uns auszuüben?
Wann haben Sie zum ersten Mal wissen wollen, was da eigentlich drin steht? Dieses Aha-Erlebnis kommt bei manchen Menschen früh, bei anderen später und bei manchen leider auch nie. Letztere sind die, die nie herausfinden werden, was ihnen entgeht. Natürlich sind die Ersteren die beneidenswertesten von allen, weil sie eine lange Zeit ihres Lebens von Büchern profitieren. Je früher wir deshalb unseren Kindern die Welt der Bücher aufschließen, umso besser. Aus vielen Wohnzimmern, ja aus vielen Wohnungen verschwinden in den letzten Jahren zunehmend die typischen Bücherregale. Es ist gewiss im Prinzip ein guter Trend, wenn Menschen erkennen, dass weniger oft mehr ist und man sich deshalb nicht mit einer stets wachsenden Anzahl von Dingen umgeben sollte. Das schont die Umwelt, trägt zu einem bewussteren Leben bei und, wenn man es richtig anstellt, spart man dabei sogar Geld. Bei Büchern allerdings denken wir, eine zumindest partielle Ausnahme dazu zu plädieren. Denn selbst wenn man entschlossen ist, nicht weniger zu lesen, bedeutet es einen erheblichen Unterschied, ob man Bücher besitzt oder nicht. Es ist nicht nur ziemlich leicht, selbst herauszufinden, dass die Lektüre eines echten Buches meist mehr Vergnügen bereitet als die eines E-Books oder irgendeines Textes am Bildschirm. Es ist außerdem wissenschaftlich erwiesen, dass man sich Inhalte besser merken und dass man sie geistig und emotional besser verarbeiten kann, wenn man Texte auf Papier liest. Auch wenn man also ein und denselben Text konsumiert, bedeutet es einen erheblichen Unterschied, wie man das anstellt. Die Lebenswirklichkeit unserer Kinder ist von einer sehr starken Bildschirmpräsenz geprägt. Die meisten Kinder dürfen fernsehen, viele bekommen schon früh ein Smartphone, Computerspiele sind längst in den meisten Kinderzimmern vorhanden. Auch schulische Arbeiten werden immer früher am Rechner geschrieben. In den Schulen übernehmen zunehmend Whiteboards die Rolle der guten alten Schiefertafeln. Es wird um Tablets für jedes Schulkind gerungen, auch um die Schulbücher abzuschaffen. Für jede dieser Entwicklungen gibt es Argumente. Sei es die kommunikative Kompetenz, sei es der Umgang mit den Mitteln einer digitalisierten Welt, sei es der Umstand, dass weniger Schulbücher leichtere Schultaschen und damit weniger Rückenprobleme bei Schulkindern bedeuten können. Aber jeder Bildschirm ist einer mehr, der der Lektüre von Büchern und damit auch der Lesekompetenz im Wege steht. Es stimmt zwar, dass auch Kinder, so wie der Rest der Menschheit, durch die Einführung von E-Mails, sozialen Netzwerken und digitalisierter Arbeitswelt heute mehr schreiben und lesen als jede Generation zuvor. Aber die Qualität des Geschriebenen und entsprechend des Gelesenen nimmt ab. Die Texte, die wir auf Bildschirmen lesen und schreiben, sind kürzer, einfacher und fehlerhafter als auf Papier verewigtes. Es sei denn, man hat das schriftliche Kommunizieren nicht erst mit dem Computer gelernt, dem Großen oder dem Kleinen in Form eines Handys. Denn wer es bereits beherrscht, bevor er auf digitale Kommunikation umsteigt, wird zwar vermutlich seine vielleicht schöne Handschrift einbüßen, aber nicht seine orthografischen und stilistischen Fähigkeiten. Je früher wir also mit Texten vertraut werden, und zwar mit gedruckten Texten, umso besser. An den Bilderbüchern werden für die Kleinen die Bilder das Interessante sein. Die Texte können sie in der Regel selber noch gar nicht lesen. Und dennoch, das Schriftbild wird ihnen vertraut, prägt sich ein, macht den eigenen Umgang mit Texten später leichter. Bilderbücher sind die perfekte Einstiegsdroge fürs Lesen. Sie zeigen, wie man ein Bild, von dem der Text erzählt, in seinem Kopf formen kann. Die Herausforderung an die Fantasie mag beim Lesen eines Bilderbuches geringer sein als bei der Lektüre bzw. beim Hören eines Texts, der nicht illustriert ist. Aber die Kombination von Text und Bild trainiert die Fähigkeit, das, was in einem Text erzählt wird, auch zu sehen. Wer Bilderbücher liest, dessen Fantasie wird bei der Lektüre reiner Textbücher leichter beflügelt werden. In der Regel stehen am Anfang Bücher mit vielen großen Bildern. Dann folgen solche, in denen weniger und immer weniger Bilder sind, bis man ganz selbstverständlich mit einem Text umgeht, den man etwas boshaft auch als Bleiwüste bezeichnen kann. Aber das verkennt eben, dass die wahren Bilder ja immer noch drin sind. Ja, im Kopf. Ja, sogar wesentlich mehr davon.
Und diese Bilder zu sehen, lernen wir im Laufe der Zeit. Man kann Bilderbücher vielleicht ein wenig mit Liedern vergleichen. Ein Gedicht zu lernen wird leichter, wenn es mit Musik verbunden ist. Wir merken uns den Text viel leichter, wenn wir ihn nur geschrieben sehen oder wenn er uns nur mündlich vorgetragen wird. Sorgen Sie deshalb für viele Bilderbücher in der Welt Ihres Kindes. Je früher, desto besser. Noch ein bisschen. Was einem schon früh gegeben wurde, davon zehrt man sein Leben lang. Als wir als Kind gelesen haben, prägt unser Bild von der Welt, hilft uns durch schwierige Zeiten und lässt uns das Leben besser verstehen. Unsere Kindheitserinnerungen sind vielfach geprägt durch Leseerlebnisse. Ein wichtiger Teil des Lesens von Büchern besteht darin, dass wir lernen, uns in andere Menschen hineinzuversetzen. Mal jemand zu sein, der wir im normalen Leben nicht sind. Das fördert Weltoffenheit und Verständnis für die Probleme anderer. Ob es dann Kinder in der sogenannten Dritten Welt sind oder Kinder, die einfach in ganz anderen gesellschaftlichen oder familiären Umständen aufwachsen, ist egal. Letztlich erkennen wir, dass auch andere Menschen Menschen sind. Menschen mit Träumen und Hoffnungen, Nöten und Sorgen, aber auch mit all ihrem inneren Reichtum, ihrer Kultur, ihren Fähigkeiten und ihren Stärken. Ja, ich hoffe, ich habe ein bisschen Appetit gemacht auf dieses Buch, Buchstabenzauber, und hoffe, dass wir uns vielleicht doch mal irgendwann wieder bei einer Lesung sehen. Bis dann, tschüss und bleiben Sie gesund.